Wo bist ja, du, Spast? Musst du aufpassen, dass du nicht nach, noch weiter nach hinten gehst, ne? Da ist jetzt Ende der Stadt. Na du, das merke ich. Danke. Danke, dass mir die Tür offen ist. Ja, der Taus würde ich jetzt auch nicht benutzen. Stefan, kannst du bitte einfach deine Fresse halten? Danke. Einen wunderschönen Tag, meine Freunde. Herzlich willkommen zu Minecraft Trouble in Mineville. Ich habe hier noch zwei Anhängsel. Wo seid ihr denn? Ach, da. Hallo. Der Stefan. Achso, und da geht's schon los. Ja, Houston sammeln ist angesagt. Ah, die Map wieder. Wo ich Trader war. Ist das nicht toll? Mhm. Ja, ihr wart alle schon toll. Ich will auch mal Trader. Ey, ich bin Erster. Nein, ich muss die Kiste. Ich muss die Kiste. Ich sehe hier gar keine Kisten. Wo ist hier denn eine Kiste? Verdammt. Ja, das ist ganz fies. Auch gerade. Ohne Witz, ich habe noch keine gesehen. Nirgendwo. Ich habe eine mitbekommen. Aber ich will einen Bogen. Ich will kein dummes Schwert. Ja, ein Bogen wäre was schön. Ich fände es schön, wenn ich überhaupt was hätte. Das, also Schwert finde ich scheiße. Bogen finde ich scheiße. Was? Ich kann mit dem Bogen richtig gut zielen. Ist mir aufgefallen. Ja, das ist ganz gut, aber nicht, wenn du mal so spontan angreifen musst. Du willst ja auch nicht spontan, gerade das taktisch Wasser vorbereiten. Ach, taktisch. Im Übrigen, ich finde keine Kiste. Ich auch nicht. Ich auch nicht. Du hast doch schon eine, oder? Ja, aber ich will kein Schwert, ich will. Ja, dann gib mir das Schwert. Nee, dann bin ich ja gar nichts mehr, dann bin ich ja nackig. Ja, so wie ich. Gut. Nackig in meinen Will. Wir reden von. Achso, jetzt müssen wir in den Chat gucken. Ja. So, ja, genau. Ich bin innocent. Innocent. Nee, warte, stimmt, ich bin Detective. Das darf ich euch ja sogar sagen. Ja. So. Ihr direkt innocent sagt, weißt du? Ja, weißt du? In Wirklichkeit bin ich jetzt Trader. Ich habe euch verarscht, dass ich Detective bin. Oh, ja. Nein, ich bin wirklich Detective. Kann man eigentlich jetzt noch Kisten einsammeln? Oh, ein Holzschwert, mein Gott. Kann man? Ja. Und kann man. Ich gehe jetzt erstmal zum Tester, bevor mich irgendwelche Leute totschlagen. Du kannst jetzt zum Beispiel den Leuten sagen, dass sie den Tester sollen. Ich weiß wieder nicht, ich hören die vielleicht ist. Eher auf dich. Warte, ich schreibe einfach mal in den Chat. LB Kitten hieß der. Da klopft einer. Ich gehe auch mal in meinen Tester, nur damit ihr alle sehen hier. Ich weiß nicht, wo der Tester ist, ich finde ihn wieder nicht. Dass ich kein Trader bin. Ich habe einen Trader getötet. Ihihi. Jetzt fühle ich mich toll. Ich habe irgendwie ein bisschen Angst, dass die ein Trader ist, aber ich glaube nicht. Was auch immer Tokens sind. Nee, schreibt mir nicht. Mal in die Kommentare, was die Tokens bringen. Ich habe keinen blassen Schimmer, sonst würde ich es dir sagen. Falls ihr irgendwo Leute seht, die irgendwie komisch aussehen, dann sagt nur Bescheid. Auch wer ein Schwert? Ich habe drei Schwerter. Die sind gerade hier aufgehoben. Ich habe keine Ahnung, warum die hier lagen. Auch ein Steinschwert oder nur Holz? Ne, nur Holz. Was tut der tun? Ich habe jetzt. Ja, jetzt habe ich ein Steinschwert. Du schießt auf kannst mich. Ruhig behalten. Ich habe zwei. Ja, ich habe jetzt vier Holzschwerter, einen Bogen ohne Pfeile und ein Steinschwert. Stefan sagt, dann schießt du auf ihn. Wer schießt auf dich? Ich weiß es nicht. Ich bin weggerannt jetzt. Wissen du? Ich weiß es nicht. Da hinten. Irgendwo hinter einer Wurzel. Da hinten. Dieser Pixelator hat auf jeden Fall schon irgendwie Pfeile in sich drin. Der da. Wie heißt der denn? Der Codestorm. Warte. Ist denn. Nee, Code, der kommt ja hier. Hey, Code, sagt er. Hm. Dark Ghost war auf jeden Fall einer. Und da hinten schießt irgendwie noch einer. Codestorm war auch einer, interessant. Aber da oben sind ja sau viele. Ist das da hinten denn einer? Ich glaube schon. Also irgendwie liefern wir uns hier gerade ein Gefecht. Oh, wow. Ich glaube auch, dass das einer ist. Ich habe von hinten gerade einen reingekriegt. Ja! Traitor gekillt. Manhunt now. Okay. Manhunt. Ich hab kein Leben mehr. Ich habe noch drei Viertel, aber. Wie viele Traitor sind das denn noch? Wo kann man das denn sehen? Oder weiß man das nicht? Stefan, lebst du noch? Ich lebe noch, aber ich weiß auch überhaupt nicht, wo ich bin. Found two dead Traitors. Du bist Traitor, ne? Was? Du bist Traitor, ne? Nein. Ja, weiß ich nicht. Aha. So. Aha. Dann kommen wir mal zum Tester. Ich meinte nicht, dass ich so ein bisschen näher zu euch gekommen täte, hä? Du bist eine Traitor. Der Ach, Ekelhafte. Ja, aber guck mal, aber wenn er schon gesagt hat, da oben kann man ja irgendwo, der ist doch bestimmt hier irgendwo in den Baumkronen, wie ein Puma. Ja, sind Pumas in Baumkronen? Bestimmt bin ich das. Ich weiß nicht. Ich habe nie im Biologieunterricht aufgepasst mit den Pumas. Ich habe da zwei im Blick. Ja, die schießen. Der Shadow. Ah, nee. Aber mal davon ab. Nee, der guckt uns nur an. Nicht, wo ich bin. Er macht aber ich hoffe, das geht gut. Das geht gut. Buttertest, okay. Wo ist der Kröte? Das frage ich mich gerade auch, aber ich. Nee, ich hab ihn, ich sehe ihn. Wo nein, denn? Das tust du nicht. Ah, ich sterbe! Ganz ruhig, wow! Von wo kommen denn überhaupt die Schüsse? Nee, von irgendwo von hier kamen Schüsse. Von hier hinten. Oh ja, das sind meine Freunde, du. Ich habe ehrlich gesagt bis jetzt noch keinen Traitor gesehen. Ja, wir haben auch schon total viele umgenockt. Also ich wusste, wo du bist, jetzt bist du in den Untiefen verschwunden. Tja,
Das ist so eine Sache, ne? Janik, wollen wir den Stefan suchen? Ja, aber sowas von. Wir gehen jetzt einfach hier lang. Das wollt ihr nicht. Ich hab schon wieder irgendwer geschossen. Ja, ich hab's gehört. Ach, scheiße. Ey, ich kann euch sagen, ihr wollt nicht nach mir suchen. Hier oben ist der irgendwo bestimmt. Nee, ich glaub's auch. Weil von da kommen auch irgendwo, kamen die Pfeile her. Ja. Nee, bis jetzt habe ich noch gar nichts gemacht. Dann war das ein anderer Trader wahrscheinlich. Weil irgendwer hat auf jeden Fall von hinten Pfeile auf uns geschossen, das weiß ich. Also ich sehe bis jetzt, ich habe bis jetzt noch keinen einzigen Trader gesehen, von daher würde ich sagen, weiß ich nicht, wo ihr seid. Aus die Testung gehe. Aus ruckelt gerade, schon gerade Frame Drops. Frame Drops are falling on my head. Sekunde, ich muss zum Tester, damit die nicht mich tothauen. Jo. Falls du mich gleich fragen, gehe ich da auch noch hin, aber bis jetzt habe ich mich nicht gefragt. Also ich ja nicht, ne? Das wäre, glaube ich, auch reichlich doof. Aber das war am Anfang besser, ne? Wo man nicht so mit. Ich trau diesem Shadow nicht, ne? Ah, ich hab laut Dings gefunden. Test Shadow. Die Kröte. Aha. Ficken, wo kam der Pfeil her? Wo ist Kröte? Der ist hinten auf der, ja, wie kann man das beschreiben? Hinten auf der anderen Seite auf dem linken Berg. Nee. Doch, ich hab dich im Blick, Kollege. Der geht jetzt runter zum See. Der ist jetzt ganz unten am See. Nee, da stratzt der gerade lang. Warte. Der will das, ich teste. Ja, geh du mal testen. Schreib einfach, du bist Detective, dann ist das doch gut. Ui, da kommt schon wieder ein Pfeil an. Ey, da ist das Roven. Wo bist du, Kacknapp? Das Ding ist nur, dass wenn ich schreibe, I'm Detective, dass er auch einfach denken könnte, ja, ich bin Trader und schreibe das trotzdem. Ja! Nee, Freundchen, nee, das gibt's nicht! Schon. Was geht denn da bei euch? Aber ich hab den noch umgebracht. Ach, du bist gestorben, oder was? Ah, ja. Ach so. Deswegen hast du wahrscheinlich auch keinen Traitor gesehen, du Horst. Wow. Das ist nicht schlecht. Ja, komm, dann machen wir noch eine. Ich hab nur gesehen, dass ich der Letzte bin. Man wird rausgeschmissen. Da sind wir noch eine Folge dran, wa? Ja, wir sehen uns gleich wieder. Tschüss. Tschüss. Hallo und herzlich willkommen zu Warum fängst du an zu lachen? Wir sind unter die Russen gegangen. Willkommen zu der neuen Party hier vorne. Du hörst nur so einen Countdown auf einmal so... Doch, rückt der Mongo. Ach, guck mal, hier sind schon die Russen auch. Oh, ja. Ah ja, da war ich vorhin den Sven verarscht, ne? Einfach so verarscht. Ja, das ist die Arschloch-Map von Stefan. Okay, ja, ich hab den Steinschwert, jetzt kann mir nichts mehr passieren. Da ist noch eine Truhe. Hier ist eine Truhe. Ich hab ein Holzschwert. Ich hab einen Pfeil und Bogen, ich bin komplett aus. Oh, hier ist noch eine Kiste. Ein Diamantschwert. Wo seid ihr? Ich hab ein Steinschwert, überhaupt? Das ist ja geil. Schade, auf mein Trickfeld. Auf dein Diamantschwert, wow. Ich hab's gehört, aber dachte mir einfach so, warum soll ich darauf reagieren? Ich hab's mir auch gedacht. Nein, Sven, ich ignoriere dich. Ich lass das einfach so stehen. Wenn ich jetzt wieder innocent bin, ne? Und ein Holzschwert, ich hab alles. Ist schön, ich nicht. Toll, freu dich. Ich kann dir was geben. Du kannst mich mal. Nee, ihr seid immer irgendwie Traitor oder so, ich gebe euch gar nichts mehr. Also ich würde dir ein Holzschwert. Ja, das hab ich aber. Ich hab beide Schwerter schon. Okay, wir müssen gucken. 3, 2, 1 und... Innocent. You are Detective. Steht das da, Innocent. Unterdrehen. Du bist Detector? Tiff? Ja. Tiff? Das ist Detective. Sehr gut. Dann gehen wir mal. Ich gehe zu dir, warte. Gibt's hier überhaupt diesen Control-Dingsbums? Hier geht gerade voll die Musik im Hintergrund ab. Was geht denn hier? Voll. Feier ich ja mal ultra. Hier schießt schon jemand. Wo bist du, Sven? Hier, in der Mitte der Straße. Hier ist Musik in dem Ding? Gibt's hier überhaupt irgendwo einen Tester? Ja, das ist ja die Frage eben. Boah, diese Musik fuckt mich gerade. Ja, die ist gerade bei mir auch extremst laut, wenn man... Das kommt hier aus der Kapelle da links. Ich hab einfach den Ingame-Ton mal ausgemacht. Sorry, aber geht das nicht anders. Ja, ich hab ein bisschen leiser gemacht. Ich stehe hinter dir. Kröte ist da. Wo? Ach, da. Also ich sehe hier keinen Tester. Nee, ich nämlich auch nicht. Der muss in irgendeinem Haus sein, wenn. Ja. Wollen wir wirklich mal hier in der Kapelle nachgucken, wo es hier voll laut ist? Was steht denn hier? Woodbury Hardware. Eieiei. Schlag mich doch nicht. Das war Sven. Ich sag dir, Sven ist ein Trader. Ihr seid beide Trader. Ja, wahrscheinlich. Hey, ich bin lieb. Hier ist ein schönes Blümchen. Oh, kommt hier in das Doppelbett. Oh, kommt her. Oh. Verarscht mich. Ja. Ja. Verarschen die doch nicht. Ich kann dich ja schlagen. Das kann ich auch machen, gerne. Ist mir Wumpe. Jetzt schlägt die mich, die blöde Kuh.
Lass mich in Ruhe. Ich geh weg von euch. Ich hab keinen Bock auf euch. Ihr schlagt euch hier gegenseitig die Köpfe ein. Nein, die hat mich getötet, die dumme Kuh. Ich hab einen Innocent getötet. Du hast einen Innocent getötet? Was warst denn du? Ich war ein Innocent. Okay. Jetzt guck ich mal, jetzt kann ich hier auch mal endlich hier dieses... Wem folge ich denn? Der Yannick ist ein Traitor. Was? Ja. Nein. Ja. Wo bist du? Weiß ich nicht. Der schafft's auch echt nie was von... Ich kann dir sagen, wo der ist. Soll ich dir das sagen? Ach komm, bitte. Kücherei. Du bist so ein ekelhafter... Was? Ich hab dich gehört. Ich hab gehustet. Mensch. Wo bist du, Spast? Musst du aufpassen, dass du nicht nach, noch weiter nach hinten gehst, ne? Da ist jetzt Ende der Stadt. Du, das merke ich. Danke. Danke, dass mir die Tür offen ist. Ja, der Taus würde ich jetzt auch nicht benutzen. Stefan, kannst du bitte einfach deine Fresse halten? Danke. Aber mach nicht die Tür zu, da komme ich nicht mehr raus. Ja, ich hoffe, du bleibst stecken und kommst nie wieder raus. Oh, ist das der Sven? Ist das der Sven? Nee, das wäre anders. Oh, hier ist ja der Sven. Oh, und ich habe ihm noch den letzten Schlag gegeben. Oh, das macht Spaß. Hier sind meine drei Freunde, meine Traitor. Aber, Sven, umschlägt er mich? Erkannt. Hallo? Alter, weiß der nicht, dass ich auch Traitor bin, wenn ich einen roten Namen habe? Der will mich gerade schlagen. Ich hab's ganz einfach gemerkt, weil nämlich Lord Latex auf einmal ganz oft die Maus gedrückt hat. Nein. Hallo? Doch. Meine Maus ist auch laut wie die Nacht, ey. Du hast irgendwen erschlagen, da war klar, was du bist. Natürlich ein ist ganz laut miese Hallung. Es ist ja auch Nacht. Die Sonne geht schon wieder auf, glaube ich. Kann der Kerl mal aufhören, mich zu schlagen? Ich bin auch ein Traitor. Warum kapiert er das nicht? Ist der irgendwie Lol? Dumm? Der Lol? Schlägt mich tot. Lol? Was ist los mit dem? Ich weiß nicht. Was soll denn so ein Müll? Ich glaube, der ist dumm. Vielleicht hast du irgendeinen Freund von dem getötet. Ich bring den jetzt einfach um, der kann mich mal. Er verliert Karma-Punkte. Ist mir egal. Haben mir die Karma-Punkte bis jetzt jemals irgendwas gebracht? Ich glaube, wenn du unter die Karma-Schwelle fällst, dann machst du weniger Schaden, beziehungsweise irgendwann noch gar keinen mehr. Nein. Okay, das ist natürlich kacke. Aber der ignoriert dich ja schon. Mhm. Und ich, also das kenne ich so von der Garry's Mod CS-Variante. Oh, ich kann ja mal gar nichts hier. Oh, das war mal ein Headshot. Ja. der war ganz okay. Der hat anscheinend wenig HP, sonst wird er ja wohl nicht in eine andere Richtung laufen. Naja, wie oder ist hier irgendwo anders? Nee, ich habe gerade Angst, dass hinter mir noch irgendwo anders wer ist. Ich kann dir sagen, ob hinter dir jemand ist. Ich bin nämlich hinter dir. Ach, du bist mein Bodyguard, okay. Ja. Oh, für Eier. Töte ihn. Ja, ich versuch's ja größtenteils. Sag mal. Geh doch näher ran, da ist ja noch einer. Verstecken, oh je, der jetzt kommt von 100 Leute. Shit goes down. Normalerweise sollten die ja wissen, dass du Traitor bist. Ich meine, ich hab's ja in den Chat geschrieben. Ja, und irgendwie, keine Ahnung. Die sollten sich sowieso... Aber checken die das nicht. Nee, überhaupt nicht. Nee, aber hier sind jetzt gerade auch noch, ich glaube, ich habe jetzt schon 4 Traitor gesehen. Das ist nur auch ein normaler, glaube ich. Oder Detective oder so. Ah nee, der ist auch Traitor dann, ne? Ja, der war auch Traitor. Ich frage mich nur, wo so schnell, ich komme nicht hinterher. Wo sich die hier versteckt haben, die ekelhaften. Ich kann es dir leider auch nicht sagen, weil bis jetzt... Ich weiß ja nicht, wer jetzt was ist. Ich muss aber zugeben, ich finde die Map definitiv cool. Die gefällt mir. Ja. Also die Map mochte ich bis jetzt auch am meisten, auch wenn es hier anscheinend keinen Tester gibt. Ja, deswegen mag ich sie. Weil man sich dann so ein bisschen rausreden kann. Ja, das ist ganz praktisch. Wenn du Trader bist. Ich geh mal voran, ne? Da ist niemand. Okay. Wow! Alter, der schon... Achtung, du bist tot. Warum schlägt ein anderer Trader? Das ist doch doof! Ich glaube, der hat den Sinn des Spiels noch nicht verstanden. Nee, echt nicht. Oh, ich muss alle umbringen. Ey, bin ich ja nicht komm, wollen wir dann, hier, wie heißt es? Dann machen wir hier jetzt erst Aufnahme, jetzt haben wir auch 14 Minuten, das reicht ja eigentlich dann. Ja, genau. Zocken also wir jetzt ein Ründchen Hide and Seek. Das ist dann im nächsten Part. In der nächsten Folge sozusagen. Und deswegen, zusammen Hide and Seek. Bis dann, Freunde. Euer Imbiss Bronco. Ciao. Tschö. Moin moin Leute und herzlich willkommen zum Outro von Minecraft. Falls euch das Video gefallen hat, würde das mir sehr viel bedeuten, wenn ihr ein Däumchen nach oben gebt. Hier unten findet ihr jetzt noch ein weiteres Minecraft-Video, wenn es veröffentlicht wird. Dann könnt ihr draufklicken, vorher noch nicht, macht Sinn. Und ein weiteres Bonus-Video, da werde ich immer etwas Zufälliges einblenden, etwas Zufälliges verlinken. Also da auch gerne draufklicken. Sonst die Social Networks stehen da. Ich bin der Confused Brain. Ciao, ciao, euer Brain.